war wirklich schwer beeindruckend, bei 1500 Grad flüssigem Stahl zu stehen. Und dann auch da zu shooten, war natürlich das Ärgste, was ich bis jetzt so gemacht habe, was Shooting betrifft. Definitiv Herausforderung. Also Business as usual würde ich nicht sagen, bei einem Hochofen, bei der Föstalpine mit was weiß ich wie viel 1000 Quadratmeter Gelände, wo man hin und her fährt, wo man immer ständig wechselnde Lichtverhältnisse hat, aufpassen muss, dass man niemand gefährdet oder selbst in Gefahr gerät. Wir haben den Marcel Hirscher als Star bei unserem großen Mitarbeiterfest da gehabt. Und der Marcel ist auf die Bühne gekommen und war ganz weg von der Dimension, von der Begeisterung, von der Modernität des Unternehmens. Es hat uns sehr gefreut, er hat das dort auch kundgetan. Und ich finde, wir passen da einfach toll zusammen. Er ist ein Aushängeschild Österreichs und wir können das sehr selbstbewusst auch behaupten. Und dann war sein Wunsch für diese außergewöhnliche Fotostrecke, uns als Location zu empfehlen. Er ist einfach da, ja. Er ist von innen da, er bringt das rüber, was du willst. Er weiß, wie die Dynamik geht, wie die Bewegung geht. Wir haben ja sehr viel mit Training gemacht und auch mit skitypischen Bewegungen. Das ist halt bei ihm ein Traum. Ja. Er sitzt und dazu kann er noch sein Gesicht in der richtigen Ausdruckshaltung kontrollieren. Und mehr brauchst du eigentlich als Fotograf nicht. Ja. Sagen. Wir haben alles gehabt. Wir haben von sehr modisch bis wirklich urban Style war alles dabei. Und es war teils dreckig, auf der anderen Seite war es extrem steril. Also ich muss sagen, es war wirklich alles da. Bin schon sehr gespannt, was unsere werten Leser zu dem Endresultat sagen. Eine 8- bis 10-seitige Fotostrecke im Sportmagazin sollte mit dem tollen Ausgangsmaterial kein Problem sein.